Deswegen noch mal ganz kurz einen Überblick zum Thema Marktumfeld. Was ist eigentlich das Problem? Ganz klar, Sie wissen das alle. Die Deutsche Bank nennt es die böse Null. Eckhard Saure nennt es die Zinsfalle. Am Ende geht es immer ums Gleiche. Es geht eben einfach darum, wir haben keine Zinsen mehr. Das Thema rein geldwertbasierte Anlage ist dementsprechend nicht mehr wirklich das Mittel der Wahl, wenn es heute um das Thema Vorsorge, Altersvorsorge, Kapitalanlage etc. geht. Und man sieht es hier ja auch im Hintergrund in Blau, auch da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Es ist jetzt nicht gerade absehbar, dass sich daran signifikant auf kurze Zeit etwas ändern würde, denn dazu komme ich auch gleich nochmal. Der Zusammenhang zwischen Schulden und Zinsen ist natürlich ganz klar. Ich kann mir als Gläubiger, also als derjenige, der den Zins sozusagen vereinnahmt, immer nur das an Zins erwarten, was sich mein Schuldner auch leisten kann. Jetzt sehen wir hier in Blau die Verschuldung der OECD-Staaten im Prozent des Bruttoinlandsprodukt und da sehen wir ganz deutlich, offensichtlich können sich diese Schuldner keinen signifikant höheren Zins leisten, weil sonst hätten sie nämlich ein deutliches Problem mit der Zahlung dieser Zinsen. Insofern völlig klar, das rein zinsbasierte Thema ist auf absehbare Zeit erstmal tot. Stellt sich also die Frage, was kann ich tun, wie kann ich mir eine Strategie zusammenbasteln, dass ich mich sozusagen trotzdem noch in meiner Risikobereitschaft befinde, mich aber ein Stück weit vielleicht auch aus meiner Komfortzone herausbewege. Das ist gerade bei Frauen so ein Thema, da hier eben auch typischerweise die Risikobereitschaft etwas niedriger ist als bei Männern, wobei das nicht zwingend und immer der Fall sein muss, aber doch durchaus dieses Thema zinsbasiert natürlich sehr, sehr gern genommen ist, weil es einfach eine schöne Prognosefähigkeit hat. Aber davon sollten wir uns verabschieden, denn ganz deutlicher Zusammenhang. Schwierig. Ich habe es mal mitgebracht. Kosten der EZB-Niedrigzinspolitik. Studie der DZ-Bank zum Thema, was kostet denn diese Niedrigzinspolitik? War vor kurzem als erstes in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Denn natürlich ganz klar, die Niedrigzinspolitik verursacht eben, das habe ich ja schon gesagt, bei uns Sparern, die ihr Geld einfach nur auf Tagesgeldkonten liegen haben, die es in klassischen zinsbasierten Versicherungen liegen haben, aber auch bei den Versorgungswerken und Ähnlichem natürlich einen Schaden. Denn ich hatte im Vergleich zu einem gewissen Vergleichszeitraum vor einigen Jahren, ich komme da gleich zu, ja, man sieht das hier, eben entsprechend entgangenen Zinsgewinn. Den Deutschen sind von 2010 bis 2016 im Vergleich zu den Jahren einem entsprechenden Zeitraum vor der Finanzkrise, also vor 2008, 344 Milliarden Euro verloren gegangen. 2017 werden es voraussichtlich nochmal 92 Milliarden werden, sodass wir auf 436 Milliarden Euro Schaden kommen. Jetzt muss man erstmal sagen, sehr abstrakte Summe, da kann jetzt wirklich nicht so richtig jemand was mit anfangen, aber im Durchschnitt, ganz klar, 5.317 Euro pro Bundesbürger. Jetzt wissen wir ja, gerade auch die Cashkurs-Community ist da ja informiert, viele Deutsche haben ja gar keine Zinsausfälle, denn um Zinsausfälle zu haben, brauche ich ja erst bei Vermögen. Und viele haben ja gar kein Vermögen. In den Durchschnitt läuft ja bekanntermaßen auch alles rein. Ja, das heißt also, wir haben ganz klar dieses Thema. Im Durchschnitt 5.317 Euro, bezogen auf die Leute, die Geld haben, deutlich höher. Denn je mehr ich habe an Vermögen, was ich auf dem Tagesgeldkonto liegen lasse, desto höher ist natürlich mein Zinsschaden. Jetzt könnte man argumentieren, naja, aber dafür habe ich ja Ersparnisse bei Krediten. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist jetzt bisher kein Kredit zu 0% Zins angeboten worden. Ja, das heißt also, wir haben natürlich das Thema, bei Zinsen fallen bei Krediten fallen die Zinsersparnisse deutlich geringer aus als der Zinsschaden auf der Anlageseite. Plus auch hier ist es wieder so, von niedrigen Kreditzinsen profitieren ja nur die Leute, die auch einen Kredit haben. Also ist die Frage, kann man das gegenrechnen? Ich würde sagen, zumindest nicht in jedem Fall. Das heißt also hier nochmal ganz plastisch, dieses Thema Zinsen und ganz plastisch auch die Gefahr, die ich eben trage, wenn ich heute sage, ich entscheide mich wirklich aktiv,
mein Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen, denn das ist auch eine aktive Anlagestrategie. Sie ist jetzt vielleicht nicht besonders komplex, aber es ist auch eine Strategie. Soweit mal zum Marktumfeld und mal einen kurzen Einblick zum Thema, was sind die Herausforderungen aufgrund des Niedrigzinsumfelds.